Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Ich bin Steve und wir spielen heute für euch The Necronomicon. Auf geht's! This book I found at that old trinket store. I could not believe what was in the cover. Symbols identical to those that appear in my dream. It wasn't just any other dream. It was vivid. Visions, odd shapes you've never seen before, etched deep in my memories. There were voices whispering in an eldritch tongue beyond my comprehension. That feeling of a presence that lurked beyond the thin veil of reality. It grasped, reached through and tugged at the strings of my thoughts as my mind slowly unraveled it. What did it all mean? My fascination soon turned into desperation. Will this book contain what I've been searching for? This may be the answer, the purpose of life I've been seeking for since moving to this new city 2 months ago. The name of this book, The Necronomicon. So, dann gucken wir nochmal. Control, BSD, around keys, okay, arrow keys, mouse to interact. Gut, das kriegen wir hin. Objectives, complete the ritual in the Necronomicon. Necronomicon kennen wir ja natürlich schon aus H.P. Lovecrafts Erzählungen. So, was müssen wir machen hier? Ah, okay, alles klar. This book contains a collection of eldritch rituals used to contact ancient beings of another world. The ancient ones possess power unfathomable, ich habe noch nie gelesen das Wort, by a meek human mind. Perform these dark spells at your own peril. Okay, okay, cool, cool. So, Pfeile sagen, okay, ich geh mal raus aus dem Buch. Die Gewohnblättern. Conjure Eldritch Flame. Call for a mystical flame that connects this world with the realm of the ancient ones. Wir sollen ein Amulett tragen. Wir sollen die Kerzen um den magischen Kreis anmachen. Und dem Gesang folgen. 1, 5, 6, soll ich jetzt 1, 5, 6 drücken? Oh! Ah! Okay. Kann jeder Meier damit singen? Gut ist. Achso, warte mal, ich muss ja noch. Kann ich hier noch irgendwie woanders hin? Nope. Oder? Nee. Ah, Kerzen sind angezündet. Aber ich hab noch kein Amulett. Oh, klick, klick. Wo kann ich denn hier hinklicken? Das ist einfach nur so sinnlos. Ah, okay. Die nächste Seite kann man nicht sehen. Amulett. Wo bekomme ich jetzt ein Amulett her? Nüschte. Ah, guck mal, okay, mit WASD. So, hier, das sind wir. Der schmucke Akolyt. Und schon haben wir ein Amulett. Wir haben hier noch einen Dolch. Eine Maske. Und Handcreme oder was? Na denn? So, also. Und? It's working. A green flame appeared. Looks like I'll need to prepare a few extra things for the next ritual. Okay, wir sollen also jetzt quasi immer die Rezepte erfüllen, oder wie? Und wir haben einen Topf, ein paar Salzsteuer und ein bisschen was zum Kleinhaken.
So, die Arrow Chain Hammer. Suppress the madness. If you're reading this, there is no turning back now. Na, wunderbar. The connection to the other realm will now slowly drain your sanity. To regain some of your sanity, view your reflection in a mirror and chant the following. 4, 2, 1. Okay. Aber, warte mal. Ich muss also in den Spiegel schauen. Mach ich doch mal. Ich bin ja mit der Maske. Oh, das geht aber schnell runter hier, mein Freund. So, kann man dann... Ah, okay. Save all deaths. Reach and further into deaths with your mind. Let the other realm reach into you. Cleanse your hand at start. Also, Finger sauber machen, Hände waschen. Prepare two ingredients with a ritual knife and add them into the pot. Okay, also zwei von den Sachen wahrscheinlich da unten schnippeln und in den Pot packen. Stir the pot twice. Okay. Pot heiß machen, glaube ich. Add seasoning once. Hier liegen die Spat hinzugeben. Wait for the pot to boil. Ja, warten bis es kocht und dann quasi den Schaden wieder ansetzen hier. Ne? Den Gesang. Aber ich würde noch mal ganz kurz. Hallo! So, also. Nun dann. Dann wollen wir noch mal. Wir müssen uns erstmal die Hände waschen. Wir müssen uns die Hände waschen, das ist ja großartig. So. Hammer. Dann nehmen wir uns jetzt hier zwei Sachen. Und drin damit. Plum plum. Was haben wir noch? Eine Gurke. Prickerick. Drin damit. So, jetzt umrühren. Add Seasoning 1. Irgendwie. Ja, würde ich jetzt irgendwie ab und zu mal was dazugeben oder was? Warten, bis das Ding kocht. Kocht das schon? Gelegentlich umrühren vielleicht. In der Zwischenzeit nochmal ein bisschen. Wollen ja nicht komplett durchdrehen. Add Seasoning 1. Ich weiß nicht, soll man jetzt Salz oder Pfeffer hinzugeben? Er müsste doch langsam mal kochen. Oder ist das schon kochen? Ist das schon kochen? Vielleicht sollte ich jetzt 6153 einnehmen. Something went wrong. Oh, und schwarzer Rauch. Scheiße. Ja, wie kann ich das jetzt resetten? Kann ich das resetten? Das ist ein Scheiß. Wie, geht nicht mehr? Wie kann ich denn das Ding jetzt hier cleans? Handle to start. Ach so. Okay. Hier oben kann ich das setzen. Also. Nochmal Hände sauber machen. Denn. Mori beschneiden. Danach Gürkchen. René macht. Ja. Stir the pot twice. Sehr gut. So, dann nochmal ganz kurz hier. Nicht wahnsinnig. Eieieiei. So, wait for the pot to boil. Ja, ist das jetzt schon kochen? Ich probier's mal. Scheiße, das hat nicht. So ein Mist. Die Maske, also die Maske ist so Hammer. Vielleicht darf ich auch die Maske nicht aufhaben. Kann ja auch sein. So ein Scheiß. Ah, macht er hier das böse Ritual hier mit Cthulhu selbst, um die bösen Alten zu erwecken, aber
Mund- und Nasenmaske. Da muss man ja, da muss man konkret sein. Aber man muss, ach, guck mal, daran muss sie liegen haben. Ich sag euch, daran hat sie liegen. Wir machen das jetzt nochmal. Also, so, das ist doch jetzt kochen, oder? Das ist doch jetzt kochen. Und jetzt zeige ich 6153. 6153. Overrule the vegetable skewers. Wunderbar, wir haben ein paar Schaschliks haben wir gemacht. Das ist geil. You should move to the next page. Okay, schön. Dann machen wir das doch mal. Next page. Face your nightmares. Don't worry, it's not real. But don't let it get too close, thought. From this point on, odd visions are not uncommon. It is all in your mind. Nightmares will start stalking you while you are looking away. Drive them away with a spell. When it is close enough, look directly at it and chant the following. It's 064. Aha. Oh Gott, das muss ich mir immer mehr merken hier. Also, 064. Ich darf jetzt also nicht mehr weggucken. Na gut. Was müssen wir jetzt machen? Wear a mask. Jetzt müssen wir die Maske tragen. Für dieses Ritual. Okay, alle klar. Do not wear the amulet. Okay, dürfen wir also das Amulett nicht tragen. Das machen wir als allererstes erstmal. Schwupp. Und die Maske müssen wir tragen. Ganz wichtig. Warte mal. 264. Nein. 264. Hinfort mit dir. Aha. So, what next? Cleanse your hand to start. Okay. Prepare one ingredient and add it to the pot. Einmal schnippeln. Nachsalzen. Prepare step 2. Achso, repeat step 2 and 3 of the previous ritual. Oh, ist das fies. Wait for the pot to boil. Enchant 1, 2, 1, 5, 3. Ey, man kommt ja nachher echt durcheinander mit den scheiß Zahlen, ey. Also, erstmal. Nein. Ja, doch bitte mal öfter mit. Als allererstes erstmal Hände waschen. Ganz wichtig. Dann prepare one ingredient. Also jetzt hier mal ein Stück Pude. Nee, mal schön klein geschnitten hier. Eingemacht. So, jetzt was war das? 624? Nicht so gut. Ich sag, komm mit den Zahlen nachher durcheinander. Ja, ja. 264. So. Hatten wir jetzt schon gewürzt? Nee, ne? Immer würzen. Und jetzt sollen wir Schritt 3 und Schritt 4 wiederholen. Zweimal umrühren. Eins, zwei und nochmal würzen. Und jetzt nochmal schnell. Und jetzt kocht die Butze, richtig. Jetzt könnte man sagen. 1, 2, 1, 5, 3. Also. 1, 2, 1, 5, 3. Irgendwas lief falsch. Das ist nicht so gut. Warum? 2 und 3 war das. Ich bin noch doof. Ich bin noch doof. Ich habe 3 und 4 wiederholt. Das ist ja kein Wunder. Das ist ja kein Wunder. Hör mal. 2 war nochmal 2 Dinger drin. Und 2-mal umrühren. Okay. Ja, noch ein bisschen Lammrücken. Und natürlich noch das Mohrrübchen für die Farbe. Einfach für die Farbe. So. Was ist
zweimal umrühren. Kochen lassen. Aber auch nicht wahnsinnig, wer ist denn zwischendurch? So, und jetzt kocht es. Genau. 1, 2, 1, 5, 3. Okay. 1, 2, 1, 5, 3. Irgendwas ist halt. Darf ich zwischendurch keine anderen. Ich darf zwischendurch keine anderen Sprüche wahrscheinlich sagen, wa? Na, das ist ja noch. Das ist auch knifflig. Das ist auch knifflig. So. So. 1, 2, 1, 5, 3. Jetzt hat's geklappt. Okay. Ein zyklopischer Fleischklops. Wunderbar. The smell I can't resist. This taste. What is happening to me? I feel strange. Na, mein Kleine? Ah, ist noch zu weit weg. Oh, nein, jetzt bin ich einer von ihnen. Well, the ancient ones will awaken soon. Not long until reach the end. Don't worry, the vision are not real. Your mind is just struggling with the incomprehensible. You will find your answers. Keep going. You're almost there. Keep going. You're almost there. You keep going. You're almost there. Kann ich noch weiterblättern? Das ist ja schön. Okay. Wir dürfen keine Maske tragen und kein Amulett. Die Kerzen müssen hoch aus sein. Hände sauber machen. Zwei Ingredienzien. Nachwürzen. Zweimal umrühren. Oh, wie? Was ist hier los? Das kostet mich gleich instant erstmal eine Menge Sanity hier. Der zwei war schnell da. Der Boy. Oder das Ding. Repeat. Step. Ah, okay. Das wiederholen. Das wiederholen. Viel wiederholen. Before the bot. Ah, okay. Diesmal bevor der Pot kocht. Das ist ja fies. Das ist ja fies. 1, 2, 3, 4, 6. Okay. Okay. Also. Machen wir erstmal die Funzeln aus. Funzeln aus. Hände waschen. Könnte ich auch schon mal machen. Squid. So, okay. Two ingredients in the pot. Man muss wirklich schnell sein. Oh. Schön. So, add something once. Nachwürzen. Still a pot twice. Still a pot twice und jetzt nochmal zwei Ingredients. Und. Das war blöd, ey. Und jetzt kocht es schon. Scheiße. Ah, das ist aber blöd. Das ist ja doof. Renn damit. Würzen. Zweimal umrühren. Und jetzt rumchanten. Eins. Something went wrong. Was? Warum? Warum war es jetzt falsch? Was hat er jetzt falsch gemacht? Do not wear a mask. Na, da haben wir doch. Da haben wir doch. Sieht so beschissen aus, ehrlich. Wunderbar. Für die Farbe auch nochmal. Hier, schön, schön. Muss man auch drin haben, ja. Würzen. Zehnmal umrühren. Und jetzt. 5, 1, 2, 3, 4, 6. Non-Euclidean Stew.
Lecker. Inherent Mumbling. Wunderbar. Und jetzt drehen wir ab. Jetzt nur noch yeah, yeah. Meanwhile in another realm. Aha, der gute Cthulhu chattet gerade oder spielt er? Was macht er? Ah, nein. Ach, geil. Yeah. Schön, schön. Hear me, ancient one. Please show me the answer. Why did those dreams mean? What is my purpose? I prostrate before you today is your humble servant. One, ancient one, bless us with your power. Shit. Screams of insanity filled the city of the burned. The sky warp as the geometry of this universe unravel it. Alter Vier, geil. Maybe this was my true purpose. The unknowing knowingly bring forth the end of this world. The end. Ja, da sieht man es mal wieder, wenn man die Kochrezepte der Alten befolgt. Dreht man durch und die ganze Welt geht den Bach runter. Will man nicht. Ja, ihr Lieben, wunderbar. Das war das Necronom-Ikon. Ich hatte Spaß, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, kocht's mal nach irgendwie. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, 4, 2, 1. Ciao.